Wenn ich das jetzt aber nicht schaffe, das bleibt unter uns. Aufgrund ihrer starken Schmuck- und Uhrenindustrie wird die Stadt Pforzheim auch die Goldstadt genannt. Und wir sind heute in den Schmuckwelten und im Turmquartier und schauen uns die preisgekrönte Dauerausstellung Gold-Geld-Gesellschaft an. Die Ausstellung zeigt, wie Edelmetalle unsere Region prägen. Von der Geschichte des Goldes über Geld bis zur Gesellschaft. Begreifen und auch zugreifen. Sarah, nimm mit, geh mal shoppen. Hier kann man jetzt einen Goldbarren anheben. Leider ist hier eine dicke Plexiglasscheibe dazwischen, sonst würde ich ihn mir mitnehmen. Also, ich probiere mal. Für diese Größe von so einem Barren, dass da so ein Gewicht drin steckt, ist schon faszinierend, ist schon echt schwer. Ah, hier wird gezeigt, wie ein Schmuckstück entsteht, also welche einzelnen Schritte man macht und bis zur Vollendung. Kommt vorbei, es lohnt sich. Und für alle, die nicht im Gold schwimmen, die Ausstellung ist kostenlos.